Hi Ladies! Julia fragte mich, ob ich ein Outfit zusammenstellen kann für ihren ersten Abschlussball. Und wie ihr seht, habe ich hier ein Kleid herausgesucht, was ein Traum ist. Doch bevor ich in die Details jetzt hier verfalle, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt, alle Details, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Tipps und Tricks dazu, damit ihr nichts verpasst. Der erste Abschlussball sollte etwas ganz Besonderes sein. Und genau deswegen habe ich dieses wunderschöne blaue Kleid herausgesucht, denn Blau liebt Julia und deswegen habe ich darauf bestanden, etwas Blaues zu finden. Und sie liebt auch ihre Haut. Und da dachte ich, okay, ihre Haut wollen wir nicht verstecken. Und somit habe ich ein Kleid herausgesucht, was einen sehr schönen rückenfreien Ausschnitt hat und auch vorne im Bustierbereich eine Wickeloptik mit einem tiefen Ausschnitt, wo wir dann später noch etwas Verspieltes dazu bringen, um es nochmal aufzuwerben. Aber dazu später. Hier erstmal noch zum Kleid. Und ich habe extra geschaut, dass das Kleid relativ kurz ist, oberhalb vom Knie sich endet, denn sie hat auch sehr schlanke Beine und dass die Beine dadurch wirklich nochmal so richtig schön zur Geltung kommen. Vom Stoff selber wird sich dieses Kleid allein schon beim Gehen in die Halle rein, wo die Veranstaltung ist, bemerkbar machen. Denn es fällt im Rockteil sehr schön und beim Tanzen erst recht. Und wie ihr seht, ist dieses Kleid optisch schön getrennt. Oben die Wickeloptik und unten der Rock, der schön faltig fällt. Und in der Mitte mit sehr, sehr schönen Ziersteinchen komplett drumherum gezogen. Zumindest was den vorderen Bereich betrifft. Hinten ist das ein bisschen anders gestaltet, dass es aussieht wie ein Gürtel und das Ganze optisch ein bisschen trennt. Und dadurch eine wunderschöne Taille entsteht. Und das Kleid wird sie wirklich lieben. Und sie hat natürlich gesagt, ich will nicht nur ein Kleid, sondern ein komplett Outfit von mir zusammengestellt haben. Und das mag ich natürlich jetzt liebensgern. Denn zu diesem Kleid habe ich noch ein paar wunderschöne Pumps herausgesucht, die quasi zweiartig sind. Einmal vorne sind sie schwarz-matt und hinten glänzend silber. Und das hat einen sehr, sehr eleganten Look, was quasi diesen besonderen Abend unterstreicht und das ganze Outfit nochmal extrem aufwertet. Und aufwertet könnte man wirklich bei dem Pump auch sagen, denn er hat eine Absatzhöhe von 11,5 cm. Man könnte denken, das lässt sich bestimmt schwierig tragen. Nein, der Schuh fühlt sich so ähnlich an, als wäre er vielleicht nur 9 oder 10 cm hoch, weil vorne ist nochmal ein bisschen der Absatz abgesenkt, dass man eigentlich wirklich nur 10,5 cm hat, aber vom Gefühl her vom Laufen fühlt sich es viel niedriger an, also sprich, damit, mit diesem Pump, wird sie die ganze Nacht durchtanzen können, ohne frühs morgens extrem schmerzhafte Füße zu haben. Man muss sagen, er ist schon sehr hoch. Es ist natürlich kein flacher Schuh, aber dafür, dass er so hoch ist, ist er verdammt bequem. Und dann gehe ich gleich mal eine Etage höher, denn ich habe etwas gesucht, was sich im Taillenbereich wieder schön spiegeln kann. Und da habe ich dann diese Klatsch gefunden, die relativ schlicht gehalten ist, aber sehr, sehr elegant rüberkommt, denn sie hat eine Schleife im Lederoptik und das restliche Material ist sehr, sehr edel und schick gemacht. Und wie ihr seht, ist auch eine kleine Kurtelkette dabei, um sie über die Schulter zu tragen, aber die könnt ihr ganz einfach abmachen, um es halt in der Hand zu halten, um vor dem Kleid schön als Kontrast zum Spielen zu verleiten und es wirklich wunderschön aussieht. Und natürlich, es passt genug rein, damit ihr nichts verpasst und nichts vermisst auf der Party bei der Veranstaltung. Und vor uns habe ich ja gesagt, im Dekolleté-Bereich habe ich noch was rausgesucht, um das Ganze noch ein bisschen verspielt zu machen, um Julia ihren Charakter wieder zu spiegeln. Und da habe ich eine wunderschöne Kette herausgefunden, die zu ihr wirklich mehr als nur passt. Vielleicht hier der Hinweis, nicht jeder steht so auf dieses kleine Klimbim sozusagen, aber es ist immer schön, ein bisschen verspielt zu wirken. Aber grundsätzlich, wenn ihr so einen tiefen, langen Ausschnitt habt, dann versucht immer mit der Kette relativ dünn zu sein und dann vorne beim Collier vielleicht ein bisschen was Größeres zu wählen oder sowas Verspieltes. Und dann, verspreche ich euch, habt ihr ein Outfit, wo euch jeder und jede dafür beneiden wird. Und der Abend wird umso besser.
Und wenn ihr wie Julia so ein wunderschönes Outfit für euch, genau für euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung geht und wie ihr ausseht, was euer Charakter ist, wie groß ihr seid, also so detailliert wie möglich, denn dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit für euch online stellen und euch hoffentlich damit glücklich zu machen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach auf mein Logo abonnieren und verpasst in Zukunft quasi kein Video, kein Outfit und die dazugehörigen Deals natürlich nicht. In diesem Sinne, ist es ein Deal? Ich denke schon. Also, bis dann.